Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. So, ja, im letzten Video hatten wir hatte ich ein paar Tonprobleme gehabt. Ist natürlich ein wenig, schief gelaufen. Naja, was soll's, ist halt leider so passiert, ja. Ich glaube aber, diesmal habe ich alles kontrolliert, also Ton ist an. Ja, läuft alles wieder super. Also, dann, wie versprochen, wir sind jetzt hier bei der nächsten Connor, Mission. Kann ich dich sprechen? Ja, natürlich. Wir können sprechen. Was hältst du von unserem kleinen Stückchen Land, Doktor? Es ist sehr schön hier. Aber? Ich freue mich, hier zu sein. Doch ehrlich gesagt, außerhalb dieser Gemeinde meiden mich die Leute noch immer wie die Pest. Eine Weile war ich ratlos. Doch dann brachte mir ein Kurier das hier. Bevor ich dich traf, verlangten die Briten, dass ich keine Patrioten behandeln soll. Doch ich tat es. Deshalb wollten sie meinen Ruf zerstören. Das zeigt mir, dass ihre Hetzkampagne immer noch weiterläuft. Wenn das nicht aufhört, muss ich vielleicht gehen. Wir brauchen dich hier. Ich werde tun, was ich kann, um das zu beenden. Du beginnst vielleicht bei dem Kurier, der mir das brachte. Er arbeitet in Boston. Okay, wir müssen nach Boston. Was haben wir noch hier zu tun? Oh, hier oben haben wir noch mal ein bisschen. Etwas. Und bei Achilles haben wir noch was. Okay. Dann gehen wir erstmal hier nach oben und dann zu Achilles. Hin. Ja, wie versprochen, wir werden hier noch die Siedlungsmission erstmal alle soweit beenden, dass alles soweit okay ist. Wir haben einen Gefangenen. Rotrock. Connor, was geht hier vor? Dieser Kerl ist um die Taverne geschlichen. Ich habe ihn ausgequetscht und das scheint, er sucht einen Deserteur. Mit Namen Big Dave. Er sagt, er sei allein. Ist es nicht so? Ja, ich bin allein. Ich schwöre es. Na, so allein nun auch wieder nicht. Connor. Wenn er seine Truppe erreicht, bin ich erledigt. Yep. Hast gedacht, du kommst weiter? So, mitkommen. So. So ist es halt. Das müsst ihr alle nicht sehen. Ja, ihr müsst sich ja gucken. Ach, er ist auch noch geflohen, ey. Ernsthaft, Leute. Ich konnte nicht einen Mann in Schacht halten. Der Feigling trat mir in die Kronjuwelen und warf Dave Sand ins Auge. Er ist uns leider entkommen. Nicht gut, Connor. Nein. Wir werden bald Besuch bekommen. Mist. Mist. Scheiße. So eine mega Kacke, ey. Leute, ihr hättet ihn erschießen sollen einfach. Eine Stallung haben wir bekommen. Oder, nee, ein Pferd, Hufschmied sozusagen. Ja, für die Pferde zum Beschmieden behufen. Oh Mann, ey. Warum habt ihr nicht einfach Peng? Ende. Nein. Naja, okay, gut. Es ist geschehen, er ist geflohen, das heißt, wir kriegen Besuch von den Engländern noch. Ja, irgendwann ist halt das hier so groß, es zieht halt Aufmerksamkeit auf sich. So.
Die Frauen haben was zu bereden. Mal gucken. Kein Tag vergeht, an dem sich nicht einer der Jungs verletzt. Ich habe etwas Ruhe, seit der Doktor da ist, und schick sie einfach zu ihm. Ich weiß, was du meinst. Maria rennt über den gesamten Besitz wie ein Wildfang. Norris fand sie in seiner Mine gestern mit einer großen Wunde am Knie. Dieses Mädchen, ich sag's dir. Klingt, als hättet ihr alle Hände voll zu tun. Das ist wohl wahr. Es ist gut für uns alle, dass der Doktor hier ist, Connor. Danke, dass du ihn gefunden und hergebracht hast. Er kam nur wegen euch her. Ich habe ihm nur davon erzählt. Genau. Was ist das denn? Nichts Widriges gemacht, ich hoffe, es klappt. Was hat sie noch nie gemacht? Na gut. Keine Ahnung, was da jetzt macht. Achso, okay. Lasst mich kurz gucken. Ja, oh, das ist jetzt das Einzige, was wir noch haben. Okay, sie hat irgendetwas noch nie gemacht. Sie hofft, dass es klappt. Ja, so geht's mir mit meinem Bier. Habe ich noch nie gemacht. Bisher einmal schon versaut, aber naja. Das ganze Geld habe ich sozusagen konnte ich in den Abguss kippen. Aber mein Met hat funktioniert. Und läuft immer noch wunderbar. Und er schmeckt so gut. Mann, ey, mein erster Wein, mein erster Met, ja, Wein, kann man sagen. Honigwein. Ist ja schon jetzt 3 Jahre alt. Und der schmeckt super. Ja. Mein Brot machen genauso. Oder Pizza, Brötchen. Ach, so einiges, was ich mache. Trockenfleisch, Trockenobst. Einfach so viel mache ich. Alles nur für meine Kinder. Ja, bis auf den Met. Der ist für mich. Und meine Frau. So. Rätsel des Landhauts. Noch ein Rätsel. Dann spuck mal aus, Achilles. Das ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Ich fand ein Gemälde für über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Okay. Natürlich. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst ja sehen, wenn du da bist. Okay. New York müssen wir jetzt hin. Mal gucken. Was haben wir denn überhaupt hier auf Lager bei uns? Nichts. Weder gar nichts. Ja, könnte ich kaufen, aber... Haben wir auch nichts? Nichts drin, ne? Ja, und meine Vorräte, klar. Nee, handeln nicht. Ressource herstellen. Nein, nein. Nee. Das auch nicht. Ich suche gerade Ausrüstung von mir. Die ist hier, glaube ich, auch irgendwo bei. Das Essen. Normale Kleidung. Nö. 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 Ah, hier. Doppelpistolenhalter. Palisadenholz brauchen wir. Okay.
Ach, da unten sehe ich schon. Oh, wartet, wartet. Nein, halt. Ressource herstellen bitte einmal. So und herstellen. Bestätigen. Okay. Den haben wir. Was ist das denn? Munitionsbeutel. Okay. Okay, also wir brauchen. Puh. Das Holz, so ein anderes Holz. Jedes Holz, glaube ich, drei. Jedes Holz. Vier Holzsorten. Wartet mal. Machen wir. Nee, so. So. Wir, Bienenwachs. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Halt. So. Wir kaufen mal ganz kurz einfach das Holz hier. Da kann ich ein paar Ausrüstungsteile herstellen. Das ist schon mal ganz gut. So. Ich kaufe mal einfach alles dreimal so. Wald, okay. So. Alles dreimal. Halt, warte mal, das Essen. Das wüsste ich jetzt nicht. Das kaufe ich jetzt auch erstmal alles dreimal hier. Einfach nur, damit wir die Sachen herstellen können. Für meine Ausrüstung. Erst recht die Taschen hinten, die waren natürlich sehr interessant. Golderz, Kalkstein. Okay. Ah, so langsam geht mir das Geld aber auch sonst aus, wenn ich jetzt die Sachen noch herstellen will. Okay, so. Und, nee, das bin ja ich. Das habe ich, das auch. Nein, das habe ich. Okay. Okay, Herstellung. Doppelpistolenhalter, gut. Halt, den haben wir. Okay, die Ressource haben wir nicht. Das haben wir auch nicht da. Auch nicht. Das haben wir gemacht. Geht nicht. Fehlt die Ressource? Nein, nein. Herstellen. Leeren, herstellen. Wir waren beim Schiff. So. Munitionsbeutel. So, den können wir nicht herstellen. Nein. Fehlt noch.
Das ist alles gekauft, was wir haben. Okay. Oh, jetzt habe ich zwei Pistolen. Cool. Okay, dann gehen wir raus. Also, Boston, New York müssen wir jeweils hin. Noch. Um da sozusagen deren Zeug zu holen. Jetzt erstmal gucken. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal hier keine weiteren Missionen mehr. Nein, haben wir nicht mehr. Gut, okay, das heißt raus. Gut, dann nochmal raus. Dann gehen wir halt nach unserem Schiff. Ja, ja, ja. Schiff ist sinnvoller. Oh, Nase juckt, Nase juckt. Nase juckt. Oh, ich kann kratzen. Ja, da gehen wir doch lieber hier hin. Und schippern schon mal rüber nach Boston. Dann nach New York. Um die Sachen zu organisieren, was den Leuten fehlt. Ja, die letzten Siedlungsmissionen. Ich glaube, das sind schon jetzt die letzten Siedlungsmissionen, die wir noch machen können. Und dann sind wir eigentlich mit der Siedlung soweit fertig. Ich glaube, das große Finale wird wahrscheinlich ein Angriff der Rotröcke sein. Gehe ich mal echt davon aus. Ich kann leider auch nichts kaufen oder halt unser Schiff weiter ausbauen. Das geht leider nicht, aber naja, was soll's. Das Geld kommt noch. Ja, warum kann ich jetzt... Oh, hier kann ich auch nicht hin. Okay. Was? Ich kann hier keine Schnellreise hinmachen? Da geht eine Schnellreise hin. Das ist schon mal sehr gut. Da muss ich mal drauf achten. Nicht, dass ich nur immer die linke als Schnellreise nehmen kann, die rechte nicht. Das wäre natürlich blöd. Ach. Na? Jetzt haben wir schon mal zwei Pistolen, das ist schon mal echt cool. Pio Pio können wir da machen. Na? Ich glaube, unser Ladebildschirm kriegt das gerade nicht hin. Ah, er hat es geschafft. Und jetzt der nächste Ladebildschirm. Tut mir leid. Und wir laufen auch wieder davon. Achtung. Und davon laufen. Ah, das macht er. Gut, aufsetzen. Ganz kurz gucken. Hier gibt es keine... Nein, keine Mission für uns. So, auf nach Boston auf jeden Fall. Da reisen wir erstmal dahin. So, also Adria will auf jeden Fall ein Bild, was in New York ist. Ich meinte, Boston war irgendwelche Werkzeuge. Oder irgendwas. Da unten nur, ja. Ja. Ah, hätten wir doch da unten hingehen können. Naja, was soll's. Was soll's, ist halt so. Sobald ich ein Pferd finde, gehört's mir. Auf mich auszulachen. Das Pferd gehört mir. Okay. Hat das einen Grund, dass du den blinden Esel gibst? Ja. Klar. So. Spielst du den Hotel? Nee. Ihr spielt wohl die Doofen. Ach, Schlöcher. So. Geht doch mal aus dem Weg, Jungs. Bleibt doch nicht immer im Weg stehen. Ihr ollen Soldaten. Hast du den Verstand verloren? Ja. Es juckt. Und weiter geht's.
Ja, man muss immer W gedrückt halten und die Maustaste. Wie gesagt, ich kann leider nicht galoppieren. Würde ich sonst zu gern machen. Aber wir sind ja gleich da. Ich weiß nur nicht, für wen die Mission hier ist. Deswegen, also. War das jetzt beim Arzt? Ich glaube, vom Arzt war es doch, oder? Wo ich von dort aus zu Boston hin soll? Wegen den Kurier? So. Ich glaube, ja, es war der Kurier. Ich bin im Auftrag von Dr. White. Es ist Zeit, die Schmutzkampagne gegen ihn zu beenden. Wer verkauft die Blätter, die ihn so übel verleumden? Da werde ich nicht widersprechen. Doch Lyle halte mein Bein so gut. Die Flugblätter werden von einigen Zeitungsjungs in und um Boston. Okay. Ah, nur da nach unten. Gut. Adlerauge. Ah ja. Wie gesagt, Dr. Tod. Die Zeitung in Boston. Oh, ich nehme das sehr gerne an. Okay. Auf zum nächsten. Vielleicht da drin? Ein Dieb! Ein Dieb! Holt die Wachen! Okay. Sie lassen Kinder dafür arbeiten. Danke, Mister. Allerdings reicht das leider nicht. Okay. So, Nummer 3. Ist nicht viel, aber trotzdem danke. Schützt eure Familie vor Dr. Tod. Hey, ich hab doch gerade bezahlt. Nicht viel, aber trotzdem danke. Wo ist der Mann, der diese Lügen druckt? Nun, Mister, da gibt es einen, der mich bezahlt, um das zu verteilen. Solange er so viel Kohle abdrückt, tue ich, was er verlangt. Alle Mitglieder der Kammer sind herzlich eingeladen. Genug mit den Halbwahrheiten. Freiheit ohne Kompromisse. Okay, Bestellungen. Okay, ich glaube, das war's schon, ha? Jetzt können wir sozusagen für Attila nach Amerika, nach New York, glaube ich. Obwohl, wenn wir schon hier schon sind, dann können wir mal ganz kurz ins Grenzland raus. Ja. Einfach nur, um zu gucken, ob da vielleicht doch eine Mission noch ist. Einfach nur mal ganz rasch gucken. Wenn da keine ist, dann ja. Dann gibt es halt gleich jetzt hier erstmal jede Menge Ladebildschirme. Gehen wir aus dem Weg. Was ich im Weg, im Schilde führe. So einiges. Na gut. Aber wie gesagt, einmal gucken, was wir da in New York, im Grenzland haben könnten vielleicht.
So, natürlich wollen wir raus. Jetzt noch eben mal ganz kurz reingucken ins Grenzland und dann halt nach New York. Oh Mann. Okay. So. Hier haben wir. Nein, nix. Okay. Ich zoome raus. Ich zoome rein und ab für Attila ins verbrannte Gebiet. Das müsste auf jeden Fall in die Richtung sein, glaube ich. Und dann müssen wir ins und südlich, glaube ich, halt in Süd. Nee. Nach Westen weitergehen. Westen nach Norden. So in die Richtung. Irgendwie. So, ah, seht ihr? Da ganz oben. Ja. Da ganz oben. Okay. Einen Moment. Ich gucke in die Richtung. Das heißt, ich laufe eigentlich. Erst hole ich mir das Pferd. So. Und jetzt heißt eigentlich so noch die Straße hier folgen. Die ganze Zeit über. Geht mal weg, Jungs und Mädels. Ach, hier ist ein Vorort. Naja, okay. Obwohl, ein Vorort. War das unbedingt nötig? Nee, vielleicht mal später. Jetzt nicht. Aber Connor wird auch immer älter. Ja. Also. Was? Nachladen. Einer vom Magistrat Burns bietet Elia Golf Helias Belohnung für Informationen, die zur Ergreifung. Entschuldigung, Hund. Oh, 16 Kugeln, okay. An alle Tischler. Im Zunfthaus wird nächste Woche eine neuartige Drechselbank präsentiert. Jo. Kommt und bestaunt dieses innovative Monster. Das ist einer von meinen verletzten Soldaten, Assassinen. Genug. Na gut, wir reiten weiter. Jetzt aber. Den hat's umgehauen. Aber es macht nichts. Oh. Beinahe in die Menschenmenge reingerannt. So, in Laden müssen wir nicht. So, wir gehen mal hier entlang. So, und jetzt welches Bild? Da nach oben auch noch. Okay. Na. Es wäre verbrannt, hätte man es nicht versteckt. Ach, das wird sich freuen.
Ein verstecktes Bild, wow. Haben wir sonst noch hier eine Mission? Glaube. Keine Mission. Gut. Dann erstmal ab nach Achilles. Das ist ja schön. Das Bild ist nicht verbrannt. Ups, Entschuldigung. Das Bild ist nicht verbrannt. Jetzt muss ich auch noch aufstoßen. Sehr grauenvoll. So. Aber ich muss zugeben, ich habe damals gar nicht so weit diese Siedlungsmissionen jeweils getrieben. Ach, er schläft. Ich habe das Gemälde für dich besorgt. Brauchst du Hilfe beim Aufhängen? Vielleicht noch nicht. Okay. Na, jetzt will ich... Rätsel das Landhaus. Okay, abgeschlossen. Okay, haben wir sonst noch eine? Wir haben sie alle. Wir müssen nur noch reingehen. Yeah, wir haben sie alle in Mission. Erstmal vorläufig. Cool. Okay. Was ist das, alter Mann? Nur ein altes Gemälde. Darauf bin ich auch schon gekommen. Warum packst du es nicht aus? Es zeigt etwas, was mir sehr nahe geht. Etwas, was ich im Moment noch nicht ertragen kann. Eines Tages bringe ich vielleicht den Mut auf, es wieder anzusehen. Aber noch nicht. Okay. Gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, dann war es das jetzt. Dann können wir jetzt nach New York zurück. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle für euch. Von mir an euch, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Dann geht es mit der Hauptmission weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und alles Gute und ciao, ciao euch.